Tja, egal ob ein Familienhaus im Speckgürtel oder vielleicht doch eine schicke Eigentumswohnung mitten in der City, egal für was ihr euch entscheidet, es muss nicht immer Neubau sein, denn auch bei Bestandsimmobilien ist das ein oder andere Schmuckstück dabei. Aber hält das Traumobjekt auch, was es verspricht? Mit unseren Tipps überlasst ihr nichts dem Zufall. Herzlich willkommen bei Baufinanzierung leicht gemacht. Tja, die Würfel sind also gefallen, ein Eigenheim soll also her und das am besten schnell. Da kann eine Bestandsimmobilie genau das Richtige sein. Denn im Gegensatz zu neuen Immobilien entfällt bei Bestandsimmobilien die langwierige Bau- und Planungsphase. Außerdem könnt ihr Haus oder Wohnung direkt komplett besichtigen. Ihr wisst also direkt, woran ihr seid. Ja, wie ist es denn eigentlich bei euch? Plant ihr eher Neubau oder tatsächlich eine Bestandsimmobilie? Erzählt uns gerne davon und schreibt bei uns in die Kommentare. Ein weiterer Vorteil einer Bestandsimmobilie ist das Prüfen der Umgebung und der Nachbarschaft. Denn die Häuser bestehen ja schon, also könnt ihr schon mal vorbeischauen. Allerdings gibt es einige Besonderheiten, die man kennen sollte, nämlich vor, während und nach der Besichtigung. Vor der Besichtigung solltet ihr euch erstmal eine ganz wichtige Frage stellen, nämlich, passt die Immobilie überhaupt zu mir? Das klingt zwar ziemlich banal, aber ist doch eine ganz wichtige Frage. Ist das tatsächlich das richtige Objekt für mich? Und dafür, um das rauszufinden, sollte man unbedingt einiges beachten. Nehmt vor allen Dingen die Lage und Umgebung genau unter die Lupe. Nur wenige Autominuten von der City entfernt, Einkaufsmöglichkeiten direkt vor der Tür. Das klingt total cool, aber in vielen Verkaufsanzeigen ist das auch eher beschönigt. Und wenn ihr dann vor Ort seid, dann habt ihr eine schlechte Parksituation oder ihr habt Baulärm vor der Tür. Deswegen schaut euch die Infrastruktur und die Lage eurer Immobilie ganz genau an. Ein weiterer wichtiger Tipp, den wir jetzt für euch haben, informiert euch unbedingt über die Entwicklung der Immobilienpreise im jeweiligen Gebiet, wo ihr hinziehen wollt. Denn gerade in Städten können die Unterschiede oft enorm sein. Und insbesondere, wenn ihr euer Objekt später weiterverkaufen wollt, kann das ganz wichtig sein und ihr könnt euch so böse Überraschungen ersparen. Berücksichtigt aber vor allen Dingen auch das Baujahr des Objekts. Ihr träumt vielleicht von einem Stadthaus aus der Gründerzeit, stuckverzierte Fassaden, dicke Außenmauern, das macht natürlich einen ganz besonderen Charme aus. Allerdings werden die Außenmauern nach oben dünner, also die Wände da drin. Und wenn ihr das im Nachhinein dämmen wollt, kostet das ganz schön viel Geld. Tja, und je nach Baujahr hat jede Immobilie ja so ihre Besonderheit. Wichtig ist daher auch zu wissen, wann das Objekt eventuell modernisiert wurde und wenn ja, was auch modernisiert wurde. Und wenn ihr das dann wisst und euch genau darüber informiert habt, dann seid ihr bestens vorbereitet für die Besichtigung. Wenn ihr euch eine Bestandsimmobilie anschaut, sind in der Regel mehrere Besichtigungstermine erforderlich. Aber lasst euch von der großen Anzahl an Interessenten nicht verunsichern und lasst euch auch nicht zu einer Vertragsunterzeichnung drängen. Ja, und ganz wichtig, nehmt euch nicht nur Zeit, sondern vor allem auch fachliche Hilfe. Zusammen mit einem Bausachverständigen oder dem Architekten geht es dann ans Eingemachte. Die finden wirklich jeden Baumangel. Und dann stellt sich schnell heraus, ist das wirklich eine Immobilie mit Substanz oder einfach nur ein Fass ohne Boden. Wenn möglich, besichtigt das Objekt an unterschiedlichen Wochentagen und zu unterschiedlichen Tageszeiten. So bekommt ihr den perfekten Eindruck von der Immobilie und der Umgebung. Jetzt geht es darum, die Bausubstanz zu prüfen. Heißt, die Fenster sind gut verdichtet, die Wände sind trocken, das Mauerwerk ist ohne Risse. Tja, wenn das alles so ist, dann passt ja eigentlich alles, oder? Ganz so einfach ist das leider nicht, denn wirklich abschließend prüfen kann das nur ein Sachverständiger. Als Laie ist es kaum möglich, alle Mängel zu erkennen. Aber nicht nur die Bausubstanz steht beim Profi auf dem Prüfstand. Wie sieht es denn zum Beispiel mit Gas, Strom oder Wasserleitung aus? Und auch eine wichtige Frage, gibt es Schadstoffe? Welches Heizsystem ist installiert und in welchem Zustand sind Dach, Fassade oder Haustechnik? Und wie sieht es eigentlich beim Brandschutz aus? Auch für viele interessant, lässt sich die Raumaufteilung nach eigenen Wünschen ändern. Antworten auf all diese Fragen bekommt ihr vom Fachmann, der kann euch nämlich genau sagen, welche Sanierungsarbeiten nötig wären. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, denn solche Ausgaben können im Nachhinein echt zur Kostenfalle werden. Auf gute Nachbarschaft, wer wünscht sich das nicht? Und oft lässt sich schon in einem kurzen Gespräch herausfinden, ob man auf einer Wellenlänge liegt. Also nehmt euch bei der nächsten Besichtigung ein bisschen Zeit und besucht den zukünftigen Nachbarn für einen kurzen Plausch. Lage, Bausubstanz, Nachbarn, es scheint alles nahezu perfekt. Wer verkauft denn so eine Traumimmobilie? Eine berechtigte Frage, da könnt ihr mal beim Makler nachhorchen. Der weiß oft den Grund, warum die Vorbesitzer die Immobilie verkaufen wollen und das kann für euch eine Entscheidungshilfe sein. Nach der Besichtigung ist vor der Vertragsunterzeichnung, aber Vorsicht, in der Ruhe liegt die Kraft, denn bevor ihr alles fix macht, solltet ihr noch ein paar weitere Dinge klären.
Genau, denn damit ihr wisst, was zum Traumhaus alles dazugehört, lohnt sich ein Blick in den Grundbuchauszug. Dort erfahrt ihr alles über vorhandene Lasten oder Wohnrechte Dritter. Mit einem Eigenheim spart ihr zwar Miete, aber laufende Kosten habt ihr dennoch. Wie hoch diese sind, solltet ihr unbedingt abklären. Dazu zählen zum Beispiel Unterhaltungskosten, laufende Wartungskosten, Höhe der Grundsteuer, der Energieverbrauch und Erträge aus Vermietungen zum Beispiel. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, klärt unbedingt vorher die rechtliche Situation ab. Beispiel zusätzliche Garage oder Dachausbau oder ein Wintergarten. Oftmals lassen sich ja Bestandsimmobilien nach eigenen Wünschen verändern, aber nicht immer ist auch alles erlaubt, was gefällt. Genau, fragt da unbedingt beim Bauamt nach, welche Maßnahmen überhaupt möglich sind. Vor allen Dingen beim Altbau sind Denkmalschutzauflagen und Milieuschutz zu beachten. Eine besondere Situation kann sich bei vermieteten Immobilien ergeben, denn ist diese zum Zeitpunkt des Kaufs vermietet, bleibt der Mietvertrag in jedem Fall bestehen. Denn es gilt, Kauf bricht Miete nicht. Im Zweifel kann dann der neue Besitzer seine Immobilie nicht direkt beziehen, muss erst Eigenbedarf anmelden und den Mietern kündigen. Deswegen prüft eventuell vorhandene Mietverträge vorher ganz genau. Auch wenn ihr die Immobilie nicht selbst bewohnen wollt, solltet ihr euch in jedem Fall den Schriftverkehr zwischen dem Mieter und dem Vermieter vorlegen lassen, denn dort können langfristige Mietkürzungen oder auch Sonderkündigungsrechte festgehalten sein. Kleiner Tipp von uns, werft einen Blick in den Bebauungsplan. Dort steht nämlich, was grundsätzlich zulässig ist in der Umgebung eurer Immobilie. Denn nicht jeder möchte ja zum Beispiel, dass nebenan ein großes Einkaufscenter errichtet wird. Und last but not least, lasst den Vertrag und sonstige Unterlagen auf jeden Fall vorher nochmal prüfen, am besten von einem Anwalt. So seid ihr auf der sicheren Seite und könnt den Traum vom Eigenheim wahr werden lassen. Habt ihr noch weitere Fragen? Wir stehen euch mit unseren Finanzberatern zur Seite. Lasst die Fragen unbedingt in den Kommentaren da, dann tauschen wir uns aus und abonniert unbedingt unseren Kanal. Und hier gibt es jetzt schon das nächste Video von uns. Diesmal geht es um die unterschiedlichen Wünsche von Frauen und Männern beim Hauskauf. Viel Spaß und bis bald. Ciao. Macht's gut. Tschüss.